Hallo und herzlich willkommen zu diesem PDL-Kampf, IDPL-Kampf und es tut mir leid, dass diese Folge nur normal Showdown ist. Eigentlich wollte ich meinen Rahmen überlegen und so und wollte das am Freitag schneiden, also heute, wo ich das gerade render, aber es geht leider nicht, weil mir plötzlich was dazwischen gekommen ist und deshalb tut es mir leid, ab nächster Folge wird es dabei sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis dann und viel Spaß, ciao. Hallo und herzlich willkommen zum ersten IDPL-Kampf. Heute geht es gegen Lennart. Und ja, ihr wisst, dass ich gesagt habe, dass ich das ein bisschen ironisch finde, dass ich am ersten Spieltag gegen Lennart muss. Aber gut. Und der Herr Metaturnier ist auch dabei. Hallo. Hallo. Und ich muss ganz ehrlich erstmal was dazu sagen, ja? Ich finde es schon ironisch, dass ich am ersten Spieltag gegen dich spielen darf. Wieso? Weil ich mitmachen wollte, um neue Leute kennenzulernen. Und wegen dir habe ich schon mal einen neuen Leute weniger kennengelernt. Naja, aber ich hab dich auch ein bisschen vermittelt, jo. Ja, das ist, ja, richtig, das stimmt auch. Das ist richtig. Aber irgendwer muss das ja tun, ne? Ja, also ich meine, die meisten Leute gehen ja, wenn es Plauderer ist, sehen sofort weg. Kann ich dir gleich ein paar Beispiele zeigen. Aber ja, wir sind heute im Kampf gegen Lennart und ja, ich habe ja eigentlich vor, mit jedem das so zu kommentieren. Ich weiß nicht, ob der jeder Lust drauf hat. Wir werden sehen. Ja. Irgendwas vielleicht. Ach genau, was haben wir heute dabei? Sneeble, Azumarill, Mega Starloss, Voltolos, Porygon 2 und Grumpig auf Deutsch. Ja, wie heißt das Ding auf Deutsch schon mal? Grumpig, gute Frage eigentlich. Groink, genau. Genau, das richtig. War mir gerade auch entfallen. Richtig. Und ihr seht jetzt schon erst ein Missplay, dass ich mein Simbuna dabei habe. Mein Sneeble dabei habe. Und nicht mein Coriogel Feuer. Weil Coriogel Feuer hätte gegen Lennart echt was reißen können, weil ich hätte eigentlich so frei Hurricane drücken können. Und ja. Also, um das nochmal ein bisschen zu erläutern, es war natürlich da in dem Fall eine Vulture-Variante gemeint, um ein bisschen was zu outspeeden. Und dann in dem Fall, ja, wäre es natürlich ein bisschen enger für mich gewesen, aber zudem, also um das noch ein bisschen besser handeln zu können, hatte ich natürlich auch unter anderem Aerodactyl als Check dabei und hätte sich in Hurricane gelockt, hätte ich versucht mit Mauer mich zu setupen, gegebenenfalls im späteren Spielverlauf, wenn das Steelix unter anderem ein bisschen geweakend ist und Tarnsteine liegen und, naja, die Voraussetzungen für den Sweep erfüllt sind. Richtig, das dachte ich nämlich auch mit Voltolos, denn mein Voltolos war Nassplot. Okay. War Nassplot plus Expert-Belt. Und ja. Meine Befürchtung war an der Stelle irgendwie so ein bisschen Z-Psychokinese mit 4 Attacken oder derartiges, was dann. Okay. Was, soll ich wieder von vorne? Nee, mach weiter, wo du aufgehört hast. Also, ja, wo war ich stehen geblieben? Meine Befürchtung an der Stelle war ein Z. Voltolos T mit 4 Attacken und dem Z-Kristall mit Psychokinese, einem Electro-Stab, einem Dark Coverage Move und naja, der letzte Slot wäre, ich bin mir nicht sicher, was ich mir da noch gedacht hatte, aber ja, vor dem Set hätte ich unter anderem Angst gehabt und natürlich vor einem Wahlschall wollte das bis zum gewissen Grade auch, wobei ich da halt auch noch ein bisschen für vorbereitet war und naja, die restlichen Sets waren meiner Meinung nach relativ handelbar, wobei sie auch nicht zu unterschätzen gewesen wären, meiner Meinung nach. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, was mir so ein bisschen Dorn im Auge war dieses Morweil, weil man kann es so mit Bodenattacken effektiv treffen und wieso sollst du Morweil in ein Mega-Stalos reinwechseln? Von daher. Meines Erachtens war Morweil hier in dem Matchup auch nicht schlecht. Ich meine, mit Schwertanz und dann dem Feenstep, Tiefschlag für die Priorität und dem Fire Coverage Move für deinen Steelix konnte ich hier relativ gut Schaden anrichten und naja, gegen deine passiveren Pokémon hätte ich auch noch Setup rausholen können, aber ja, ich musste erstmal den richtigen Moment abwägen, da Feuersturm nur 50% um und bei macht je nach Set und ja, es bringt mir halt nicht viel, wenn ich auf plus 2 gehe, dein Steelix voll ist, ich dann den Feuersturm reinhaue und dann direkt am EQ sterbe, weil man versteht, was ich meine. Ja. Das ist richtig. Und sonst war eigentlich so die Sache, Konkidur ist allgemein so ein Kampf-Pokémon gegen meine
gegen mein Team ist effektiv. Auf jeden Fall Kampf-Pokémon mit Coverage sind wirklich tödlich. Wird der eine oder andere vielleicht festgestellt haben mit 5 Kampfschwächen im UU als auch AU. Und ja. Das ist immer so das Problem. Ich habe zunächst überlegt, irgendwie Wahlbandvarianten zu spielen oder Heißorb. Das hätte offensiv gesehen natürlich deutlich mehr Druck ausgeübt, aber mich dann letztlich für so etwas entschieden, weil ich einfach Angst hatte vor Wahlbandvarianten von Fundris und Gengar wollte ich eigentlich sagen. Und es hätte natürlich auch sein können, dass es eine, naja, normalere Gengar-Variante jetzt gewesen wäre oder beziehungsweise einfach eine andere mit Leben auf oder irgendwie was ähnlichem, aber dann hätte ich mit Conkeldurr mit dem Investment auch noch ganz gut was machen können, von daher, ja, und notfalls hätte ich halt noch Pursuit of Aero, aber es war auch nicht ungefährlich. Ja, das ist richtig. Weil das Aero war halt nicht gescarft und es hätte dann Hit nehmen müssen und ja, mit Rocks wäre es nicht unbedingt leicht gewesen. Na, richtig. Aber wir erzählen ganz schön rum, ich würde sagen, wir springen direkt in den Kampf rein. Und ja, du beginnst mit deinem Dementen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir schon, das ist Scarf. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir schon, okay, der fängt damit an, weil es Scarf ist. Ich hatte mir auch überlegt, Wahlband zu spielen, weil, ja, es macht einfach bizarren Schaden mit dem Wahlband und Sheer Force und dem harten Wesen. Aber ich wollte einfach was haben, was schneller als Voltolos und Gengar ist, wenn sie nicht gewaltschalt sind. Das hat sich auch, ja, meiner Meinung nach, war es die richtige Entscheidung. Ich sage es dir, ich hätte ja auch in meinen Groin gehen können, wegen Fickfett, aber Problem wäre gewesen U-Turn und U-Turn hat ja extrem Damage gemacht. Deshalb konnte ich mir das nicht erlauben und hier kann ich natürlich nicht drin bleiben und habe einfach gehofft, Knock-Off wäre okay, aber kein Poison Jab. Ja. Ich bin hier in Meisterhof gegangen, weil mir war halt relativ klar, dass du eigentlich auf Genesung gehen musst, um das dir heavy zu behalten, wenn nicht, wäre es auch okay gewesen, weil ja, ich hätte noch alles ganz gut getankt. Und wir sehen hier, du bist in der Summe gegangen auf den Abschlag, relativ guter Play meiner Meinung nach, weil Abschlag verliert mir halt nichts, weil man sieht ja, wie viel das Playoff jetzt macht und ja. Ich sag's dir, ich wollte eigentlich erst in meinen Stardust gehen. Ich sag es dir, weil ich in Stardust gegangen bin, was hätte ich dann gemacht? Ja, hättest du vielleicht versuchen können, von da an weiter zu pivoten, aber man kennt mich ja, ich versuche dann manchmal relativ aggressiv das zu predikten. Das wäre dann wieder so ein bisschen brenzlig gewesen, sagen wir es mal so. Wer sich jetzt vielleicht... Alter, das geht viel zu schnell, wir machen das mal noch eine Stufe langsamer. Really slow. Kurz die nächsten Runden zu recappen. Ich war mal in Stardust drin, er ist in seinen Mega-Bisa-Floor gegangen. Und ich... Nee, ich bin nicht in Stardust gegangen. Warte, wir spulen noch kurz zurück. So, hier, genau. Du gehst raus, weil natürlich ein Azumarill macht immer guten Damage. Würde ich jetzt mal schätzen. Ja, also Wahlband Azumarill ist auf jeden Fall ein Feld gewesen. Mein Investment war dazu gedacht, 2 Wahlband Frustrationen zu tanken. Und ich meine, ich war sowieso schneller, wenn du Double Edge gespielt hättest, was es ja auch kann. Hätte ich mich einfach gegenheilen können, du hättest V-Curl bekommen und. Und ich, wie gesagt, ich war schneller. Und Sprungfeder, ja, da hätte ich eigentlich einfach rausswitchen können. Dann hätte ich mich mit Morbi boosten können, also hätte ich das für kontraproduktiv gehalten. Richtig. Du kannst jetzt hier in Grumpy gehen und ich habe einfach Abschlag gedrückt, weil mir sicher war, dass du in was rausgehen musst und ich hätte irgendwie keinen Bock, dass du hier gratis in entweder Grumpy oder in Porygon 2 gehen kannst und ein Abschlag kommt raus. Haut die Items weg. Also das Item in dem Fall. Die Sache ist halt auch die, ich dachte mir eigentlich schon so hart, dass der Knock-Off kommt. Das Problem ist, ich kann halt in den Knock-Off nichts reinwechseln. Ich brauchte auf jeden Fall die Items auf jeden. Hier war die Donnerwelle mein bester Play. Ich hätte auch Psychokinese drücken können, aber er hat einfach zu viel, was das abgefangen hätte. Und da dachte ich mir, dass die Paralyse doch eigentlich auf jeden Pokémon ganz chillig wäre. Und ich hätte auch gedacht, dass du in Morwall rausgehst. Weil das hat das vielleicht noch besser vertragen als das Latias. Das wollte ich halt nicht riskieren, weil ich das als meine Wincon angesehen habe, weil ich damit eigentlich was machen wollte. Und ich habe halt noch nicht genau gewusst, dass du ein Moveset hattest. Und wie gesagt, ich wollte noch erstmal safe gucken, was du so hast. Dachte mir, mit Latios kann ich das noch gut, ganz gut checken, da ich den Teleport noch tank und ich habe hier eher mit einer offensiveren Variante gerechnet. Potenziell oder halt, was hätte ich dann noch im Gedächtnis, was du hättest spielen können? Ich glaube, Cobblerberry hätte ich auch noch eventuell so ein bisschen, also ich habe noch ein bisschen mit Cobblerberry gerechnet, aber... Ja, es war, glaube ich, relativ speziell defensiv mit den Überresten einfach. Wir sehen, die Para kommt hier voll zum Tragen und ja, ich kann mich ein paar Runden nicht bewegen. Ich hätte hier eigentlich noch ein bisschen Schaden drauf bekommen können und oder defoggen. Und ich habe mich auch gewundert, du hättest scheinbar
Keine Angst vor Surf mit dem Sieg Crystal, weil du es gerade verplant hattest, aber ja, das passiert und ich hatte auch nicht den Sieg Crystal drauf, also war alles gut. Ah nee, warte, ich kann dir auch sagen, warum ich keine Angst hatte, weil ich gekalkt habe und es kam raus, dass du Expert Belt sein könntest. Oder Specs, aber Specs konntest du nicht sein. Und deshalb, oder normal mit Hyrule oder sowas. Richtig. Ah nee, Hyrule wäre ganz, habe ich in dem Moment nicht drauf plädiert. Und hier kam ein bisschen Yellow Magic zum Spüren. Und ich habe Toxin hier drauf, weil ich dachte... Toxin. Ja. Kann nur mal kurz pausieren, das geht gerade ein bisschen schnell. Okay. Ich wollte noch ein bisschen drauf eingehen. Also die Sache war halt... Moment, was war noch passiert mit dem Latios? Genau, ich habe mich erst gewundert... Mit dem Latios-Ballon. Ich habe mich erst gewundert, warum du nicht in P2 gegangen bist. Aber ich dachte mir einfach, vielleicht hat er Angst gehabt vor unkonventionellen Trick-Sets oder etwas der Art. Und deswegen habe ich den Play im Nachhinein doch ein bisschen besser nachvollziehen können. Aber Toxin hat mich dann komplett irgendwie vom Hocker gehauen. Vielleicht war es für Otto Morsch, aber in dem Moment hat es mir irgendwie nicht sinnvoll. Die Sache ist, ich habe mir gedacht, okay, in Heavy Slam, der macht in der Manditon vielleicht 10%. 15, wenn es hochkommt. Und da dachte ich mir, wenn er in der Manditon geht, habe ich keinen Wechsel mehr da drin. Also ich habe wirklich keinen Wechsel in der Manditon, weil alles wird sterben. Natürlich würde er sehr viel Recoil bekommen, aber ich müsste jetzt schon einen Mon abwerfen und das wollte ich einfach nicht. Und deshalb habe ich dort Toxin gedrückt, um dann der Manditon zu predikten. Ich wollte halt nicht in der Manditon gehen, weil Tarnstände lagen und du kannst EQ haben und ja. Ich brauche den Boy unbedingt noch und deswegen dachte ich mir so, den riskiere ich auf keinen Fall und jetzt kann ich eigentlich relativ sicher in Venusaur gehen. Ja, das ist richtig, weil ich mache halt nichts gegen Bisafloor, Eis oder Feuerzahn hätte vielleicht nicht mehr gemacht als ein Heavy Slam. Gehe ich mal von aus. Von daher, ja. Ich finde den Spitznamen übrigens auch toll. Also ich finde auf jeden Fall den Stalos-Spitznamen ganz cool. Ich bin ja ein relativ großer Nisekoi-Fan, muss ich sagen. Sehr knuffig gemachter Animu. Und ja, da wird auf jeden Fall jeder Nisekoi-Spitzname von mir advocated und appreciated. Also ja, dafür gibt es auf jeden Fall mein Herz von mir. Das ist nett. Und hier war die Sache, das wäre jetzt eine 50-50, ob ich rausgehe oder drin bleibe. Und Synthese, ja, gut, war jetzt die Sache. Ich hatte ehrlich gesagt Angst vor dem Giga Drain, aber ich nehme es jetzt mal vorweg. Du hast ihn ja gar nicht in deinem Set gehabt, den Giga Drain. Ja, coverage-technisch hat die Coverage gereicht, die ich auf dem Set hatte. Und du hättest auch theoretisch irgendwie funky Azumarill mit Sapsuper spielen können und dann irgendwie andauernd hin und her switchen, um entweder PP zu storen oder dann halt irgendwie offensiv deinen Funrus reinzukriegen als Antwort mit dem Z-Kristall, was heißt das, Antwort als Check in dem Fall und das wollte ich halt nicht und eigentlich war das Set, wie gesagt, ausreichend um, also die Coverage des Sets, ausreichend um dein Team komplett zu treffen. Richtig. Natürlich wäre Shanaira dann noch ganz gut reingekommen, aber es war nicht so gut in dem Matchup. Richtig. So, jetzt ist hier die Sache, ich habe in dem Zug, habe ich hier... Nee, hier drückst du Synthese im nächsten Zug. Hier habe ich Schutzschild gedrückt, um zu gucken, ob du den Gigasaurier drauf hast. Aber hier hast du mir ja schon die Hidden Power Fire revealed. Also es war eine Fire, safe. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es war Boden, hätte sich nicht gelohnt auf keinen Fall. Und ja, Wasser, glaube ich nicht. Und Speck, es ist ein Feuer gewesen, sagen wir so. Und ich dachte mir, vielleicht willst du hier rauswechseln, weil das Matchup kannst du eigentlich, also das kannst du eigentlich gar nicht gewinnen. An der Stelle, also gar nicht, ist ein bisschen harsch vielleicht gesagt, es wäre sehr, sehr schwer gewesen für dich, das zu gewinnen. Dann dachte ich mir so, du musst einfach mal Sludge Bomb, es trifft eigentlich alles sonst in seinem Team relativ gut. Und P2 will er nicht so ganz so gern reinschicken wegen Knockoff. Der kommt jetzt hier auch raus und ich habe davor auch gesehen, dass du von dem Knockoff irgendwie, ich glaube, das war zwischen 40% und 50% genommen hast. Das heißt, ich war mir relativ sicher, dass der jetzt hier ausreichen würde. Ich glaube, das war sogar über 50, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich habe gesehen, dass es jetzt... Du hast Max-Damage bekommen. Du hast den Max-Damage mit dem Knockoff bekommen. Jetzt an der Stelle oder da... Achso. Ja, ich habe mir gedacht, das würde jetzt relativ wahrscheinlich ausreichen. Hat es dann ja auch. Und das war eigentlich ganz gut, weil das Ground Pick schon mal weg war. Ich fand es defensiv gesehen jetzt nicht unbedingt... Also der Burner gegen mich, aber offensiv gesehen war es jetzt nicht zu unterschätzen. Ich dachte mir, das wegzuhaben ist schon mal ganz nice. Und naja, du hättest halt auch nicht die besten Alternativen dagegen... Jetzt, das also als Hard-Switch. Richtig. Und die Sache ist halt auch die, seine speziellen Offensiven von Lennart beschränken sich, glaube ich, auf Latias, Mega Bisafloor und Rotom Wash. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, das beschränkt sich da drauf, oder?
Oder hast Dann hätte ich natürlich noch, ich hätte noch Ach, einen Mesh-Sprit, Mesh-Sprit und genau. eventuell Sovali. Sovali je nach Ausrichtung, aber das kann natürlich auch physisch sein Richtig. mit SD. Richtig. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Groing war speziell defensiv komplett, weil es war Latias Konter auf jeden Fall. Latias macht nichts dagegen. Also vielleicht mit einem Z-Draco. Aber Z-Draco darf es ja nicht Z-Dracus, spielen. ja. Ist nicht erlaubt, ist richtig. Das Draco wäre nicht unbedingt kritisch gewesen. Nicht wirklich. Ich hätte ja auch Dings gegen Gluttony mit Recycle und mit einer Beere, mit Margo oder so. Und das wäre dann, glaube ich, ein Stall gegen Latias geworden, was Latias auf jeden Fall verloren hätte. Und er hätte auch nicht wirklich in was reingehen können, weil, ja, ich hätte ein Recycling, Donnerwelle, Toxin und Psychokinese war. Wäre das Set dann gewesen, glaube ich. Obwohl ich dann, glaube ich, keine Donnerwelle gespielt hätte, muss ich ehrlich sagen. Also meine erste Annahme war hier, dass du irgendwie ein Choice-Item hast, also Wahl-Schal, Wahl-Glas oder Twisted Spoon, weil offensiv gesehen ist, wie gesagt, das Grumpy gar nicht so schlecht. Psychokinese dann oder Psyshock, eigentlich wäre beides denkbar gewesen. Auf dem einen Slot dann noch irgendwie Shadow Ball für das Lati, HP Fire und dann noch ein Filler-Move. Ich bin mir gerade nicht mehr komplett sicher, wie das gegen mich dann aussehen würde, aber ich denke mal, das wäre theoretisch, also von dem Manns, den ich jetzt gerade im Kopf habe, wäre es theoretisch eigentlich nicht schlecht gewesen. Ich sehe jetzt nicht unbedingt die solidesten Komplettantworten. Ich hätte halt damit geplant, also dagegen geplant, Pursuit of eventuell auf Arrow zu nutzen und das dann ein bisschen rauszuscannen und dann ein bisschen zu catchen. Natürlich wäre Kolbe auch eine Option gewesen, hast du auch schon erwähnt, hast du ja überlegt. Und Leftovers Offensive oder Defensive war auch im Bereich des Möglichen meiner Meinung nach. Und ja, ist natürlich auch der Fall gewesen dann. Und naja, hat es am Ende dann doch nicht so lange durchgehalten. Ja, das ist richtig. Und ja, das mit der Colberberry habe ich hier im Video noch nicht erwähnt. Ich wollte das spielen, um von dem Conkeldurr dann sozusagen mindestens 4 Knockoffs zu tanken. Das wollte ich damit bezwecken, aber habe ich ja Vier doch ge Knockoffs? ja, ich hätte es so gemacht, dass ich Max Attack? vier, ja, ich hätte so gesplittet meine EVs, dass ich auf jeden Fall 4 Knockoffs getankt hätte. Auch vom Bandit Conk? Ich weiß nicht, das klingt irgendwie ein bisschen crank. Nee, Bandit, also ich habe mir gedacht, Bandit willst du nicht spielen. Wenn du Bandit spielst, dann Morvai, Aerodactyl oder dann Manitan. Ich habe mir das auf Konk nicht vorstellen können, dass du da ein Band drauf spielst. Ich hatte damit rumgespielt, also mit dem Gedanken gespielt, aber habe ich ja nicht gemacht. War vollkommen richtig, deine Annahme. Ich habe mir halt gedacht, dass eigentlich das Offensive Grumpig hier ziemlich cool wäre von der Auswahl der Moves, die es hat und von der Coverage halt gegen mein Team. Und eigentlich, ja, es war halt defensiv nicht so viel komplett. Wie gesagt, das Latias, das war richtig. Und das Mesprit kann es noch ganz gut handeln, aber sonst. Sonst wird es halt kompliziert. Richtig. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier fahren, wir machen weiter. Hier lasse ich es dann sterben. Also ich wusste, dass es stirbt. Und hier habe ich schon gesehen, okay, es ist schneller als ich. Das hat mich erstens gewundert, weil ich glaube, ich einen Min-Speed outspeedet hätte. Glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Aber mich hat es gewundert, dass du schneller warst. In dem Moment dachte ich mir schon, okay, als vielleicht sogar jetzt schon so gespeedcreept, dass er mein Azumarill ohne oder mit Fullspeed sogar outspeedet, eins von beiden, habe ich mir in dem Moment da gedacht. Ohne Speed Outspeed glaube ich sowieso und ich wollte Max Speed Azumarill Outspeeden wegen Belly Drum Option und ja, dagegen wollte ich so sicher wie möglich sein, deswegen hatte ich auch noch T-Bolt auf Latias und so. Das hätte es ja auch noch checken können, wenn es ein bisschen Schaden genommen hat. Ich gehe jetzt hier in meinen Voltolos T aus einem Grund. Ich wollte Lennart so ein bisschen luren, dass ich vielleicht Z-Psychokinese oder Choice Specs bin. Und bin deshalb jetzt auch direkt Volt Switch gegangen. Er opfert hier natürlich sein Latias, um für die Z-Psychokinese oder sowas reinzukommen, ne? Ja, und ich meine, das hätte jetzt eigentlich auch nicht mehr allzu viel gemacht. Paralysiert auf 26% mit Tarnstein draußen. Ja, das hätte meines Erachtens war es ja einfach das am opferbarsten. Jetzt, meiner Meinung nach war es jetzt ja einfach das Pokémon, was ich am ehesten entbehren konnte. Und hier konnte ich dann einfach sicher Pursuit drücken, weil es hätte vielleicht einen Grund gegeben, das auch rauszuwechseln, wer weiß. Obwohl, du wärst, glaube ich, an einem Tarnstein gestorben, ne? Wenn du wieder reinkämst. Weiß gar nicht. Ich glaube, ich hätte die noch knapp überlegt, je nachdem, wie die Showdown es macht mit Aufrunden und Abrunden und so.
Und jetzt ist das nächste Problem hier. Dagegen, ich muss hier, muss ich gegen Conkeldurr, muss ich immer Risky spielen. Immer, immer, weil ich habe wirklich nicht unbedingt einen Wechsel da drin. Jetzt, wo Grumpig tot ist, noch ein weniger. Ich dachte mir hier, du willst vielleicht eher in Funrus gehen, weil du vielleicht jetzt Angst haben könntest vor dem Poison Dip, weil ich vielleicht, also es, so wie ich bisher gespielt habe, habe ich das immer so ein bisschen zurückgehalten, was quasi meine letzten Coverage-Optionen waren, und ich dachte mir, vielleicht hast du ein bisschen jetzt Angst, aber die Sache war, es hätte eh noch nicht gereicht von der Range, also war das relativ irrelevant. Steinkante war jetzt hier relativ sicher. Ja, ja. Hätte auch das Azumarill noch für okayen Schaden getroffen. Ich hätte auch gesagt, ich gehe mal Mega Stalos, aber wenn ich wieder Mega Stalos gegangen wäre, hätte es mir wieder nichts gebracht. Weil wenn ein Set, toll, ich hätte sozusagen die Poison Jab abgefangen und dann hätte das vielleicht nochmal gedrückt und dann wäre hier Psychospielchen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wechsel jetzt mal lieber dein Azumarill ein, weil ein Poison Jab reicht safe nicht. Und eventuell hast du jetzt auch, also von meinem Investment macht das halt nicht genügend. Mhm. Also das war relativ speziell defensiv. Und vielleicht hast du jetzt auch dafür gescoutet, ob ich Max Speed bin, Jolly wahrscheinlich, oder je nachdem, wie schnell du bist. Ich glaube, du hattest ja kein Speed-Investment, ne? Mit ein bisschen Speed-Creep hätte ich dich dann auf jeden Fall überholt. Wolltest wahrscheinlich gucken, ob ich dann relativ schnelles Conkeldurr bin mit Poison Jab und dann doch irgendwie nur ein verstärkenden Item und dann... Ja. Ich hab mir auch ehrlich gesagt gedacht, okay, wenn er auf Arso gespeed-creept hat, aus Gründen, dann wird er keinen Machpunch spielen. Das habe ich mir dabei gedacht. Wenn er gespeed-creept hat auf Arso, kein Machpunch. Das war so mein Hintergedanke dabei. Also, ich habe mir gedacht, als du das gemacht hast, das wirkt auf dem ersten Eindruck ein bisschen skurril, aber wie gesagt, vielleicht hat er ein bisschen gescoutet, ob ich jetzt hier gespeed-creept bin und dann drin bleibe, weil dann das ist natürlich offensichtlich gewesen. Und naja, ich hätte halt noch nicht unbedingt gucken können, wie viel Speed du hättest, und wärst du dann wiederum auch Max Speed gewesen, hättest du mich, glaube ich, outspeeden können, und deswegen ja. Richtig. Also ich hätte hier relativ wahrscheinlich auswechseln müssen. Und dann mit dem, jetzt zum Porygon-Wechsel. Ich habe sozusagen den Double gezogen auf Porygon, weil ich mir schon dachte, dass du dagegen in dein Vino gehst. Und ja, jetzt geht's weiter. Und ich gehe jetzt hier wieder in meinen Stalos. Oh, ich war schon hier kurz davor, auf den Sub zu drücken gegen ein Mega Bisaflor, weil ich die Synthese sehr obvious fand. Das wollte ich eigentlich machen, Sub drücken. Und hinterm Sub ist Porygon 2 gegen Mega Bisaflor gar nicht mal so schlecht. Weil ich kann safe eine Psychokinese rausbringen, die macht so 40%. Und mache jetzt hier aber den Fehler und gehe jetzt in mein Porygon. Die Sache wäre dann gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich versucht, erstmal den Sub zu breaken und danach wieder auf Synthese zu gehen und dann von da aus zu gucken, wie ich weiter agiere. Ich hatte auch noch das Kong voll speziell, also fast voll speziell defensiv mit Assault Vest und voll. Deswegen dachte ich mir so, da kann ich erstmal relativ risikofrei noch ein bisschen agieren. Die Sache war auch die, der Knock-Off war mir bewusst, dass er kommt. Aber die Sache ist die, ich kann nicht raus in mein Stalos, ich kann auch nicht in mein Azu, ich kann nicht in mein Sneebel, ich kann nicht in mein Voltoros, also habe ich gedacht, okay, scheiß auf den Evoliten. Brauchst du im Moment eh nicht, gehst auf den Sub, bist eh erstmal sicher. Und als ich gesehen habe, wie der Evolit weggekloppt wurde, habe ich schon freudig auf meinen Damage geguckt und dachte mir so, ja, eventuell wird der Boy noch im späteren Spielverlauf was reißen können, da das Porygon 2 jetzt geschwächt genug ist und kein Evolit mehr hat. Sondern Azumarill hatte, glaube ich, auch schon, das schon ein bisschen Schaden, ja, von der Edge hat es ein bisschen Schaden kassiert, unter anderem. Und ja, das sah relativ gut aus jetzt, weil Funrus will auch nicht so viel davon naschen und Sneeve und Stalos, davon muss man eigentlich gar nicht reden, weil, ja... Die switcht man nicht so gerne in Wahlschalter am Ende dann rein. Und jetzt kommt eine Situation, wo ich mir dachte, okay, Aerodactyl, ich hau meinen Voltolos rein und möchte vielleicht sozusagen den Scarf vortäuschen. Und als ich hier drin war, habe ich mir gedacht, keine Steinkante. Er ist auf die Titanenschale gegangen, was im Endeffekt ihm vielleicht sogar ein bisschen mehr geholfen hat. Also auf jeden Fall noch gemeldet, in der späteren Situation kommen wir noch dazu, die Titanensteine. Und ja... Ich wollte erstmal gucken, welches Set du bist. Wärst du hier Walscher gewesen, hättest du mich direkt rausgenommen. Ich wollte meine Tarnstelle raus haben, damit ich später nochmal mit dem Sucker Punch eventuell ein bisschen besser das Funrus checken kann, falls hier noch eskaliert oder zu eskalieren droht. Und ja, ich hätte auch eigentlich gedacht, dass du eventuell Angst vor dem
Wahlband oder generell vor der Edge, weil ich denke mal, die hätte relativ die hat safe gekillt. Und hier habe ich dann gesehen, okay, du bist schneller, du bist gespeedcreept, okay, gut. Das war dann so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, okay, hier bekomme ich sogar nochmal den Attack Drop. Also Mega Pizza Floor wurde ein bisschen gehackt mit Attack Drop und Special Defense Drop, aber ja. Wobei der Attack Drop eigentlich null gemattert hat, also. Na gut, der Knockoff war eigentlich nicht schlimm. Ja, richtig. Und hier gehe ich jetzt in meinen Starless, weil ich brauche Schaden auf diesem Mega Pizza Floor. Ich brauche den Schaden. Und hier kommt den Damage. Ja, ich brauche ihn, weil eine Psychokinese macht maximal 58%. Deshalb haben wir jeder Damage recht. Und diese Nullrunde ignorieren wir einfach mal kurz, weil ja. Ja, ich habe einfach Sludgebomb rausgehauen, weil ich mir dachte, der kommt hier nicht dran vorbei. Du kommst hier nicht vorbei. Und deswegen dachte ich mir so, vielleicht versucht ihr jetzt wieder einen funky Switch abzuziehen, um, naja, mich besser checken zu können mit dem, wie gesagt, ich dachte immer noch, es wäre Simu Thunderous und kann da die HP Fire ganz gut noch tanken, trotz der Tarnsteine und mich dann wieder unter Druck setzen. Und ich wollte halt diesen Druck die erst gar nicht erst aufbauen lassen, deswegen dachte ich mir so, ich kann es mir ja noch leisten, Sludge-Bombs rauszuhauen, weil ich meine, ja, man sieht's ja, der Heavy Slam macht nicht allzu starken Schaden, nicht allzu großen Schaden. Weißt du eigentlich, wer das hier ist, mal so gefragt? Nein, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, das wäre vielleicht einer aus deiner Gang. Nee, war es nicht so. Okay, zurückzukommen. Die HP Fire hat Min-Damage bekommen, aber selbst der Min-Damage hat zweimal ausgereicht, von daher, ja. Die Sache war die, ich hätte mit dem Heavy Slam natürlich auch critten können. Aber ich muss sagen, dieses Spiel war wirklich sehr, sehr hexfrei, bis auf das Latias. Und den einen kleinen Spedef Drop. Der aber nicht gemeldet hat. Naja, vielleicht hätte ich da noch drin bleiben können, dann wäre es mir egal. Der hat nicht gemerkt, auf keinen Fall. Ja, und hier gehe ich auf Schutzschild, weil ich mir dachte, okay, ich wollte hier Psychospielchen eingehen. Ja, ich habe gedacht, okay, jetzt gehe ich vielleicht wieder auf Sludgebomb, weil ich rausgehe. Ich brauchte die Psychospielchen, aber er geht safe. Und jetzt war so die Sache, okay, was mache ich jetzt? Weil ich habe instinktiv nichts gegen das Ding. Von daher, ups, das war mein Stift. Also bin ich in mein Funrest gegangen und jetzt kommt der Misplay, der mir das komplette Spiel gekostet hat. Denn jetzt kommt Mr. Manhattan rein. Und das Mr. Manhattan ist halt so, ja, ich erzwinge dich, töte dich mit einem Flammenblitz. Und ich dachte mir so, oh, scheiße, was machst du jetzt? Warte, bei mir ist irgendwie das Bild gerade kurz gefriest. Okay. Wo bist du gerade? Bei mir steht die ganze Zeit 26 Minuten 13 und bei mir ist immer noch Venusaur gegen das... Ja. Okay, es geht weiter, Lennart hat kurz eine Ecke, pass, ist okay. Also, auf dich zurückzukommen, ja, okay, das war jetzt hier der Wechsel, der mir das Spiel gekostet hat, weil wäre ich hier auf dem Wurzeltisch gegangen, hätte es sicher gereicht. Dann hätte ich das Match auf jeden Fall schon fast in den Händen gehabt. Fast, habe ich, sagte fast. Nee, ich hatte noch einen Plan dagegen gehabt, deswegen bin ich auch hier so richtig reckless in mein Dermanitan gegangen. Ich hatte noch das Gefühl, dass du noch die Psychokinese hast und nur darauf wartest, mich reinzulegen. Und ich habe mir halt gedacht, also entweder du machst jetzt hier Shenanigans, das heißt alles außer die Elektro-Attacke, oder die halt die Z-Psychokinese, und ich krieg einen Kill, oder du killst hier jetzt Dermanitan und ich muss dem Alternativplan arbeiten, der wahrscheinlich aber eigentlich auch noch eine ganz gute Chance hat, hier durchzukommen. Und das, würde bedeuten, dann mit Mauerball Druck auszubauen. Die Sache ist die, warum ich dachte in dem Moment, dass ich, ihr müsst auch von der momentanen Situation ausgehen. Also, ihr wisst ja, ihr kennt ja die Sets, ihr wisst, also, naja, ihr wisst es nicht, aber es war ein offensives Mauerball mit SD. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, ein defensives Mauerball, ich habe mir gedacht, es ist ein defensives. Habe ich mir gedacht. Aber es war halt keins. Aber ich dachte, es wäre defensiv. Und deshalb habe ich gedacht, okay, wäre sie auf Wolfwitch gegangen, hättest du das Match so fast sicher in den Händen, weil ich das Set von der Morva ja nicht kannte. Und dann noch, was auch noch ganz interessant zu wissen ist, Max, das habe ich glaube ich schon mehrmals gesagt, ich glaube, ich hätte das schon sogar ziemlich häufig gesagt, Max Bedef AV, also fast Max Bedef AV Kong, um noch gegen die Pokémon, die ja in dem Team hat, die offensiver sind und speziell Natur, mit Ausnahme von Grumpig noch relativ gut was tanken zu können und dann noch, also mindestens einen Hit, selbst wenn sie gespeckt sind,
tatsächlich ohne Tarnsteine war es, glaube ich, so eine ganz gute Chance, dass ich von beiden auch noch kurze Hits Sache. tanke, wenn sie gespeckt sind, also zwei, und das wollte ich halt dann nutzen, um die im Gegenzug zu Okon, also Okon zu können. Ja. Jetzt als Notverantwortung. Ja, richtig, jetzt choke ich hier schon wieder, denn ich gehe erst in mein Azumarill. Ich hätte erst in Sneeble gehen sollen, ja? Ich hätte erst Sneeble reinschicken sollen, um das zu opfern und dann in mein Arso zu gehen. Es hätte aber im Endeffekt, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Da hätte Sneeble mir nicht Setup gegeben mit dem Mawile im Endeffekt. War in dem Moment, glaube ich, egal, weil es hätte keinen Unterschied zum Match mehr gemacht. Ja, das mag vielleicht sein. Und ja, jetzt kann ich hier mit der Sludge-Bomb das Azumarill also eigentlich killen und dem vorerst den Garaus, was heißt vorerst, ich kann den Garaus machen, weil, ja, ich wollte hier sicher gehen, hat auch keinen Grund, hier nicht auf Sludge-Bomb zu drücken, jetzt kommt das Voidlos rein und ich dachte mir so, ja gut, es geht wieder los. Ja, also bin ich hier auf die Psychokinese gegangen, die ist safe, ich hab's, reicht. Ja, und ich habe es einfach geopfert. Ich dachte mir so, ich muss jetzt eigentlich hier nicht großartig versuchen, irgendwas zu rotieren. An der Stelle hättest du vielleicht noch mit dem Azumarill, als du reingekommen bist, versuchen können, irgendwie, warte, habe ich das gerade richtig gesehen, irgendwie zu doublen, aber dann hast du halt wieder Rock Damage bekommen. Richtig, das hätte mir null gebracht, weil ich habe auch noch zwei Mons in der Hinterhand, die gegen Rocks halt Schwächen haben und das hat es halt nicht gebracht. Ja, dann wäre halt Fundris, ja, ich glaube, da hättest du doublen können in Fundris gegen das reinkommende Venusaur dann. Allerdings hättest du dann, also als du Aqua Jet drücken wolltest, allerdings hättest du dann wieder Rocks bekommen. Und dann hätte ich das mit Mobile später erledigen können. Nee. Und die Psychokinese hat ab der Range nicht gereicht. Das war das Problem. Ich hätte den Double ziehen können, aber die Psychokinese hätte dann vielleicht nicht gereicht. Also unter sehr großen Umständen nicht gereicht. Deshalb auch noch. Meinst du nicht, die macht 58%? Ja, warte, wie viel hat oder so in der Art? Das gucken wir uns kurz an. Ja, du bist hier 52. Raus. 52. Und bist hier rein. Du bist hier rein, danke. Und hattest 61%. Ja, okay, es wäre eine Roll gewesen, aber... Ist richtig, und ich brauchte diesen Event-Damage. Deshalb war mir das aber von recht. Dem. Aber dann hättest du theoretisch mit Azumarill wiederum Druck ausüben, ausüben können, weil dann, du wusstest ja noch nicht, dass ich mit Mauer gespeedcreep war, ja, und das Venusaur wäre ein Ballo gewesen auf irgendwie ein paar Prozent. Ja, und ich hätte es trotzdem nicht one-hit-KO'en können, auf keinen Fall. Ich hätte Mauer mit meinem Azu nicht rausbekommen, auf keinen Fall, von daher war das... Und ich hatte ja eh Angst vor der Z-Psychokinese. Richtig, das ist eben, und hier kann ich das halt... rausgewechselt. Ja, richtig. Hier kann ich dann safe rausnehmen. Und ja, und jetzt kommt vielleicht noch ein kleiner Meta-Grund der Tarnsteine zu Schulden, ja. Ihr seht, also das, der Manitim würde auf jeden Fall droppen, wenn ich meinen Voltolos sozusagen reinschicken würde. Von der KP-Anzahl her, aber ich dachte mir, nee, das wird nur 1-0 Lennart, deshalb opfere ich jetzt hier mein Sneeble. Aber Problem ist, durch die Tarnsteine reicht der Recall nicht. Um 1%. Richtig, ich habe noch 1%. Ich hatte eigentlich auch Angst, dass mich der Recall killt, deswegen habe ich auch so lange gezögert, in Dark Manitan zu gehen. Hast du ja vielleicht auch gemerkt. Ist richtig. Ich dachte mir so, geil, haben die Tarnsteine doch mehr gemacht, als du dachtest. Aber haja, so ist Pokémon und so geht ein Kampf nach 40 Runden zugrunde und ich verliere somit 2-0. Ist aber nicht schlimm, ich fand den Kampf wirklich, es war ein schöner Kampf. War Hex. Ich fand ihn eigentlich auch ganz schön. Ich meine, die Sludge-Bombs mit dem Venusaur gegen das Steelix waren jetzt so meh, aber ich stehe eigentlich dazu, ich stehe zu meinem Play und ich fand das Match im Allgemeinen eigentlich auch ganz schön. Der Melton hat eigentlich was gemacht, also ja, ich habe ja, also mir ist zu Ohren gekommen, dass manche so ein bisschen da so eine gespaltene Meinung haben, aber in diesem Match hat sich als echt nützlich meiner Meinung nach erachtet und es hat eigentlich auch ganz gut Druck aufgebaut. Ich finde auch, der Manitin ist kein Pokémon, was du sagst, das keinen Job macht. Ich meine, ich habe es in einer anderen Liga auch und er macht vielleicht jetzt nicht den allerbesten Job, aber es hat schon seinen Job gemacht, muss ich sagen. Und von deiner Seite aus war eigentlich das Fundus relativ solide. Das hat mir immer wieder Angstmomente bereitet. Ich dachte mir so, jedes Mal, als es drin reingekommen ist, die ist es schon musst, wieder. Dann ging schon wieder die Mindgames los und ich habe alles durch den Kopf gehen lassen und es hat mir Kopfschmerzen bereitet und ich musste meistens irgendwie was hacken, aber zum Glück hatte ich ja
zum, also unter anderem das Latias, was irgendwie geparat war und auf 16% oder so und was dann halt noch entbehrbar war, aber trotzdem, es hat mir jedes Mal Kopfzerbrechen bereitet. Aber wir müssen auch kurz Fun Fact sagen, ja, ist mir so eingefallen. Beide Z-Stein-User aus dem Team trugen in diesem Kampf den Expert-Belt, den Expertengurt. Ja, ja. Stimmt. Muss richtig. Denn mein, wer braucht schon Z-Steine? Richtig, unnötig. Coverage, so wer braucht es? Naja. Und, aber wenn. Okay, darf ich? Okay. Wenn man die ohne. Ja, das. Okay. Als wir angefangen haben mit dem Kampf, war ich 41 Stunden wach. Grund, er hat gesagt, am Tag davor, ja, lass um 3 Uhr nachts kämpfen. Ich, allein diese Aussage, okay, gut, geht nicht anders. Von mir aus. Mein Skype-Status sagt ja auch alles aus, von daher. Hm. Aber 41 Stunden wach, eigentlich hätte ich gedacht, das wird so ein 20-Runden-Kampf, weil ich einfach nichts mehr geblickt habe. Ihr müsst nur meinen Kampf gegen Phoenix angucken in der PCL. Was ich da für Scheiße zusammengelabert habe. Dann wisst ihr ja, wie müde ich war. Und ja. Das soll keine Ausrede sein für den Kampf. Das war nur so. Also eigentlich habe ich nicht, also ich habe nicht gesagt, dass ich um 3 Uhr kämpfen will, sondern ich habe gesagt, dass ich noch an dem Tag kämpfen musste. Ja, das stimmt. Weil das sonst ein bisschen blöd gewesen wäre. Aber dann konnte ich an dem Abend doch nicht mehr, weil bestimmte Umstände zusammengekommen sind und das war halt dann natürlich ein bisschen blöd, weil ich dann habe warten lassen, was mir auch im Nachhinein ziemlich leid tut und ja, ich habe mich mehrmals dafür entschuldigt und ich kann mich eigentlich nicht dafür genügend entschuldigen, aber ja, wie gesagt, es tut mir leid. Das ist richtig. War halt blöd dann, aber konnte man im Nachhinein nicht ändern und du konntest halt auch nicht früher am Abend, weil du noch was zu tun hattest und dann noch gegen den Kampf gegen Phoenix bestreiten musstest und dann kam eins zum anderen und es ist halt dann relativ blöd gelaufen. Das ist richtig. Was habe ich in der Zeit gemacht, wo du nicht da warst? Ich habe gewartet erstens mit Olli bis 2 Uhr morgens, dann ist er aufgegangen. Dann bin ich auf dem Bar CTS, habe mit Barry und Ares dort bis 5 Uhr morgens gedümpelt und ab dann habe ich Cisco mit Doodles, also mit Pokepree gespielt und ja. Wann? Also du warst wenigstens in guten Händen mit Ares, Barry und Doodles. Ja, was gute Hände. Das waren die ersten Leute, die dachten, dass ich ein Mädchen bin, nur an meinem Spitznamen. Die ersten. Nee, weil ich fand es mit Daniel, also mit Dragoon of Doom auch so gut. Er edit mich und das erste, was er fragt, bist du weiblich oder männlich? Oh wow. Das war das Erste, was ich mich gefragt habe. Ich habe geschrieben männlich, er hat mich sofort wieder entfernt. Also von daher. Ja. Ich war mir am Anfang auch nicht sicher, aber ich habe gesagt, also ich habe mir gedacht, ich spreche das nicht direkt an, sondern warte einfach, bis ich es von selbst herausfinde. Ich habe auf meine Gelegenheit gewartet. Als ich dir dann meinen Kanal geschickt habe, dann war es dir bewusst. Ja, so ziemlich. Das klang nicht gerade. Naja, du weißt schon. Ja. Naja. Egal, Leute, ich würde sagen, war ein langer Kampf. Die nächsten Kämpfe werden auf keinen Fall so lang gehen, weil dann ist Lennart nicht dabei. Und ich führe das ja nicht immer also wirklich so. Ich gehe nicht so stark ins Detail, weil es dann vielleicht doch etwas lange dauert und das nicht jeden unbedingt interessiert. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Start. Ich meine, so lange ging mein Vorstellungsvideo ja auch. Und ja, wir werden sehen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten EDPL-Kampf. Dort geht es gegen Farah. Und der hat ein Meditalis. Und Meditalis ist halt Konkeldur nur schlimmer. Von daher, wir werden sehen, was draus wird. Ciao. Ohne Dark Courage, ich bedanke mich fürs dabei sein dürfen und verabschiede mich auch. Schön mit Öl. Tschüss.